zapft es. Die Bayern widmen sich wieder der Druckbetankung. Ein 335i mit Biturbo. Zwei winzige Turbinen teilen sich den Job, um dem Leistungsdurst des Sechszylindermotors gerecht zu werden. Und der ist riesig. 306 PS, das sollte für den Tracktest reichen. Viel gibt es beim Dreier nicht zu sehen. Es sei denn, man öffnet die Geldbörse und bedient sich am Kleiderschrank der Sportlerjungs. 3.360 Euro für das Outfit der M GmbH und 720 Euro für 18-Zoll-Felgen. Schon gefällt der selbstbewusste Auftritt mit tief hängender Unterlippe. Kilogramm Leergewicht. Der Motor wird es schon richten. Der Sprint auf die 100 km/h vergeht in 5,6 Sekunden. Beim Stoppen zahlt sich der Aufpreis der 18 Zoll Breitreifen aus. Von 100 auf 0 geht es in akzeptablen 37 Metern. Kommen wir zum Hütchendribbling. Beim Tänzeln um die Pylonen kommt der Limousine die ausgeglichene Statur entgegen. Die präzise Lenkung kann aber das Gewicht nicht kaschieren. Mit leichtem Untersteuern schwingt der 1,6-Tonner durch die Gasse. Dabei wird die Hüfte nicht aufdringlich. Selbst wenn ein Elch auf der Straße stehen sollte, bleibt der Hintern unter Kontrolle. Ein Münchner unter Druck. Das gab es auf dem Tracktest bisher nur als Turbo-Diesel. Jetzt das Ganze mal als Benziner. Auch wenn am Heck 335 steht, hier herrscht Schankbetrug. Unter der Haube gibt es nur einen 3-Liter-Motor. Aber keine Sorge, der Fahrer kriegt davon nichts mit. Das Drehmoment kommt hier nicht aus dem Hubraum, sondern von zwei winzigen Mitsubishi-Turboladern. Schon bei 1300 Umdrehungen kommt der Bayer in Wallung. 400 Newtonmeter und straffe Zügel peitschen die Familienkutsche um die Kurve. Nach Hochdrehzahl jetzt Turbo-Dampfhammer. BMW hat motorenseitig einen Lauf, ist sich selbst aber treu geblieben. Sahniger Rhein Sechszylinder mit ordentlich Bums im Drehzahlkeller. Wer träumt von einem M3, wenn er für rund 41.000 Euro einen 335 fahren kann?